Ich flieg über die Welt, weil es mir gefällt. Ja. Neue Welt wird erkundet. Ah, Glück gehabt. Und man bleibt so schnell, weil ich habe ja noch die Hermes Boots. Ich kann ja so schnell rennen. Zack. Zack. Ach, wie einfach das hiermit ist, die Welt zu erkunden. Einfach über alles drüber fliegen. Ich glaube, ich werde noch sehr lange Spaß an diesem Item haben. Nur ein Gefühl. Aber wo sind denn die Meteoriten? Fliegen wir dann hier hoch. Leider kann er nicht hochfliegen, aber das wäre dann, glaube ich, auch schon ein bisschen zu stark. Wenn er jetzt noch hochfliegen könnte. Wir erkunden weiter die Welt. Ich hätte mir echt Leuchtstäbchen mitholen müssen. Aber irgendwie... Ach, hier bist du. Hier dürfen wir nicht rein. Der sagt nein. Komm in der Nacht wieder. Dann werde ich dich bekriegen. Nehmen wir mal Eisblöcke. Komm. Wir können uns ja super auf Eis bewegen im Moment. Weil wir natürlich Schlittschuhe haben. Schlittschuhe sind... Oh, das war nur ein Vogel. Schlittschuhe sind... Ach, ich habe schon wieder die Eisblöcke liegen lassen. So, jetzt haben wir die auf Null liegen. Zack, zack. So, und hier hinter ist jetzt der Meteorit. Pass auf. Jetzt erscheint er auf der Karte. Genau jetzt. Gleich. Jetzt. Hallo? Wo bist du? Hi. Jetzt, da kommt er. Jetzt. Nach der, in der Corruption ist der. Glaube ich. Ha, ich habe keinen Schaden bekommen von dem. Wo ist der? Also es sind ja zwei da. Aber ich finde ja nicht mal einen. Okay. Haben wir Dynamit? Nope. Aber wir können das schon abbauen, ne? Gut. Glück gehabt. Mit Dynamit wäre das alles ziemlich einfach gewesen. Weil man darf nicht auf diesen Stein stehen, weil dann verbrennt man sich ein bisschen. Es gibt zwar ein Item, womit man darauf stehen kann, aber das habe ich natürlich nicht. Und diese Viecher tun sehr viel, aber wir machen. Ey, man kann Sand auf die. Dann kriegen die Schaden. Das ist ja cool. Baue es ab und töte die Köpfe. Also ich glaube, wie heißen die? Meteoritenkopf, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Stirb. Durch da mir auch. Lasst alle sterben. So. Zum Glück haben wir dann doch noch einen gefunden. Ich hoffe, einer reicht. Wenn nicht, muss man nochmal auf Suche gehen. Aber, das könnte echt knapp werden. Warum verändern sich denn die Texturen so? Sie sehen jetzt anders aus. Was hab ich? Ne, ich hab nichts gedrückt. Aua, aua, aua. Ja, und so schnell sind 50 Leben weg. Wenn die mich treffen, keine Ahnung, wie viel die Schaden die machen. Alles mit, auch da unten die. Muss ja sein.
Ach, Glück gehabt. Nicht den Kopf am Meteorit gestoßen. Wenn wir Meteorit berühren, kriegen wir Schaden. Wenn wir uns an Meteoritenrüstung machen, kriegen wir keinen Schaden. Ich glaube, er kühlt sie ab. Das ist das Geheimnis. Ich habe Eisblöcke dabei. Vielleicht bringt das ja was. Tot. Okay. Weiter geht's. Ja, dass wir schon so eine starke Rüstung am Anfang gefunden haben. Das ist cool. Ja, Meteorit abfahren ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste, aber muss ja auch mal sein. Ich glaube, wir brauchen noch Sterne für die Knarre. Ich glaube nicht, nur ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Wie finden wir denn so schnell jetzt noch Sterne? Also im Allgemeinen müssen wir noch viele Sterne finden, weil Magier... Aua. Verbraucht er auch ein bisschen, ne? An Mana. Haben Magier irgendwie so an sich? Ich weiß nicht wieso. So, jetzt haben wir den Meteoriten auf jeden Fall schon mal unterhöhlt. Okay. Ich kann fliegen. Ich bin der fliegende Meteoritabbauer. Fliegende Meteoritabbauer baut Meteorit ab, der fliegendes Meteorit ab. Wow. Nein, ich will weiter fliegen und abbauen. Das hat was. Nein, nein, okay. Der fliegende Meteoritabbauer, der fliegendes Meteorit abbaut, ist fertig mit seiner fliegenden... Ach du Mann. Dann habe ich heute so viel Terraria aufgenommen, dass ich gar nicht mehr aufnehmen muss. Die nächsten 10 Jahre. Aber ich will aufnehmen. Ja. Eis. Ich habe Eis. Du machst schon Schaden. So, die Eisblöcke schmilzen natürlich nicht in der Nähe von heißem Meteorit. Das wäre zu normal. Ich bin ja schneller auf Eis. Nö. Stirb. Stiere. Bäh. So. One Hit. Die Waffe ist gar nicht stark. So, dann nehmen wir mal das hier mit. Diesen großen Block. Oh! Da wollte mich mein Item ja schon fast umbringen. Ich werde gleich auf jeden Fall versuchen, die Kisten am Ende zu nehmen, weil das waren ja 3 Stück. Aua. Das war dumm. Wie viel Meteorit haben wir jetzt eigentlich? 200 noch was. Oh, 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 Heiltrank. Wo kann... Ah, warum? Geht alle weg. Na, da hatte ich keine Chance mehr. Ich hätte doch nicht die Muskete nehmen sollen. Oh, wie dumm. Ich habe gedacht, hier wäre so ein Sandblock gewesen. Bin dann noch drauf gesprungen und dann war Ende. Oh, Mann. Na gut. Craften wir uns ein paar Meteoritenbahnen. Ein paar. 95 Stück. So, Meteoritenanzug. Flip. Meteoritenleggings. Flip. Meteoritenhelm. Flip. Ah, wir brauchen nur Raumgun. Flip. Wow. Und jetzt können wir schießen. Juhu. Die macht... Wie viel macht die Raumgun? 21. Die Muskete macht 25. Aber die schießt dafür viel schneller. Und verbraucht nichts.
19. Yeah. Na ihr Guide. Na du Guide. Hallo Händler. Hallo Waffenhändler. Was hast du mir an? Illegale Gewehrteile. An den meisten Orten verboten. Das ist ein ganz harter. Also was hier zu verkaufen, ne? Ist aber ein bisschen teuer hier. Oh, das gibt gut Geld. Das hab ich ja eh doppelt. Geld, Geld, Geld. Ich will nur dein Geld. Hab ich irgendwo Geldkiste? Warum hab ich denn keine Geldkiste? Schnell stopp. Packen wir das mal, das Meteorit. Dahin. Das hier, Bogenschießtrank, haben wir auch viele. Und ich glaube, es ist Zeit für einen Boss. Mir juckt es die ganze Zeit in den Fingern, diesen Boss zu machen. Aber wir haben keine guten Waffen dafür. Ich versuche gleich alles an guten Waffen zu bekommen, was mir geht. Was hat die jetzt gegeben? Das ist eine Kiste. Kein Ver... Okay. Was ist das? Eisenhauttrank. Den nehmen wir mit. Der Angreifer leidet auch Schaden, das nehmen wir auch mit. Zur Steuerung der Schwerkraft, ne, brauchen wir nicht. Das brauchen wir da nicht. Sandstone Brick. Sandstone. Tun wir mal die Truhe in die Truhe. Dorntrank, Federsturz brauchen wir auch nicht. Wir haben, ne, was Schönes. Holzpfeile. Packen wir mal zu den Holzpfeilen. Das Geld packen wir auch mal weg. Wer braucht schon Geld? Ach ne, Geld nehmen wir mit. Wir müssen Dynamit kaufen. Schneeblöcke. Even Stone Blocks. Chain Knife. Wir werden mal... Ach ja, wir haben ja die Waffe. Und diese Waffe geht durch Gegner durch. Hoffe ich. Wenn jetzt nicht, dann fail. Ach. Nimm mal halt den ganzen Kram mit. Komm. Geschäft. Und Verbrauch. Ah, nee. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Lead-Ohr. Brauchen wir nicht. Eisenhauttrank. Den brauchen wir. Brauchen wir auch. Nee, weg damit. Tagesblumensaat. Brauchen wir nicht. Weg. 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 Ja, können wir auch gebrauchen. Die ganzen Blumen und so, die behalte ich. Glibber brauchen wir auch. So, und dann machen wir uns nicht auf. Ah, jetzt sehen wir auch so geil aus. Wir haben jetzt auch 16 Abwehr. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ach, wir brauchen den Bergbautyp. Ach, Mist. Dynamit kann man doch nicht craften oder so, oder? Herstellen. Kann man nicht, weiß ich. Kann man die verbessern? Nee. Kann man den verbessern? Nee. Okay. Ja, dann müssen wir in den Untergrund. Uns in den Untergrund bewegen. Wo ist mein Regenschirm? Ach ja. Ich vergaß. Who needs a Regenschirm? I got this. Ach, da war die Stelle. Och mein Gott. Ach so cool. I got this tot. Du wurdest getötet. Nein, ich wurde nicht getötet. Ich bin... hab mich selbst getötet. Okay. Schon wieder an dieser gleichen Stelle gestorben. Piu, 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 piu. Oh, meine Reaktionszeit. Schnell noch die Drops aufsammeln. Im Flug. Ich hab's... bisschen Angst. Eine Goldmünze. Und Kupfermünze. Und tiefer geht es herunter. Was suchen wir? Also Kisten, genau. Kisten suchen wir und in diesen Kisten... Ah, das hat sich ja gelohnt. In den Kisten wollen wir Dynamit finden. Ich kann das Eye of Cthulhu da holen. Und Amethyst und Diamanten suchen wir. Damit wir eine Greifhaken bekommen, dann müssen wir auch nicht immer sterben, um hochzukommen.
was irgendwie viel besser ist. Dann verlieren wir nicht immer unser ganzes Geld. Ja, ihr ahnt schon, was das wird. Das wird der Gang zur Hölle. Da oben war Gold, aber ich habe meine Items. Ah, ich habe halt so viel geschafft. Stimmt, ich habe das ja alles mehr oder weniger am Stück aufgenommen mit kleinen Pausen, eben noch eine Runde League of Legends gespielt. Matchblock? Ne, ich brauch Slick. Da! Topaz! Das sind Topaze! Topaze! Danke! So, hier passt das doch schon ganz gut. Topaze sind gut! Ach, wie sehr ich meinen Hof vermisse. Vielleicht haben wir einen, hoffe ich. Okay, jetzt ist nicht so spannend drin. Also gehen wir weiter nach unten. In der Map sieht man auch nur einen ganz klaren Gang. Und ja, wir haben wenigstens schon mal oberirdisch alles erkundet. Und hui, Feuer. So, da unten ist Lava. Das heißt, durch Lava können wir sogar wieder laufen. Das finde ich super. Und fliegen können wir jetzt auch. Ich frage mich, was wir jetzt nicht können. Ist ja nicht gerade so sonderlich spannend hier drin. Ach, ich hab doch meine Raumgun. Egal. Bringt die was? Wenn ich es so mache? Bisschen Licht. Bisschen. Da bringt der Trick mehr. Na, das ist ein bisschen Gold. Gold braucht man nicht. Die beste Rüstung im Spiel. Für den Anfang ist das schon die beste Rüstung für mich. Finde ich jetzt. Ah, hier war nicht so viel. Okay, dann nicht. So, machen wir hier auf Glück weiter geradeaus runter. Da sind Rubine. Dankeschön. Nimm alles an Diamanten jetzt mit, was es gibt. Ah, wir haben noch Auge auf Cthulhu. Das müssen wir auch mal einsetzen. Ha, cool. Einfach mal durch die Lava geflogen. Vier Amethysten. Was ist da oben? Ein Amethyst. Oh, Welch, ein Glück. Ja. Schlickblöcke. Die nehmen wir mit. Schlickblöcke sind toll. Die nehmen wir alle mit. Ach, scheiß auf die Lava. Ganz ehrlich. Was ist das da unten? Ne, da will ich noch nicht so hin. Gehen wir mal hier runter. Worauf ich mich auf jeden Fall freue, ist auf die bessere Pickaxe. Uns dann bauen, womit wir dann, glaube ich, Höllengestein abbauen können. Ach, wie schnell das auf einmal alles geht. Smaragde! Und das ist nicht zu weniger. 10 Smaragde. Ich glaube, wir können uns gleich einen Hut bauen. Ich glaube, wir können uns gleich einen Hut bauen. Da oben sind, unten sind nochmal... Wie heißen sie? Rubine. Lava. Erstmal ein Lava-Bad nehmen, ey. Komm, Lava-Bad. Tschüss, Lava. Töten Sie bitte alle Monster. Ich gehe ganz kurz raus. Dankeschön, Lava. Halten Sie meinen Sturz auf. Dankeschön, Lava. Amethysten.
Ein Herz? Ja, das Herz habe ich auch schon gesehen. Keine Sorge. Ja. Wir können uns gleich sogar fast schon aussuchen, woraus wir den bauen. Wir können uns gleich noch ein Laserschwert, ein Laser... War ich hier schon mal? Das sieht so verdammt erforscht aus unter mir. Ach, was mache ich hier eigentlich? Ach, wir haben genug. Wir haben auch 180 Leben mittlerweile. Autsch. Was ist das? Ach. Das ist ja mal eine coole Falle, finde ich. Nur, was bringt hier euch? Ich kann fliegen und in Lava laufen. Das kann ich damit machen, das ist cool. Oh nein. Tim, Tim, wir müssen Tim töten. Stirb, Tim. Du hast keine Chance. Ein Zaubererhut. Erhöht 50% magischer Schaden. 5% magischer Schaden. Und dann ist ja der Set-Bonus weg. Also. Machen wir so. So sehen wir doch schick aus. Ja, ja, ich hab dich vergessen. Wir haben Tim getötet. Immer gut gemacht. Wie hatte ich denn eigentlich so im Inventar quest? Wir haben so viele. Ja, mit Kisten 16, aber im Inventar kann man den nicht quest. Kriegt das was? Ach. Mann, ey. Man immer seine Ruhe. Naja, bringt nichts. Wir lassen die einfach mal hier stehen. Freuen sich ein paar Fledermäuse. Ne? Hallo, Bro. Hallo Stein, wie geht es dir? Ich habe nur dieses Klick gehört, habe mir aber nichts dabei gedacht und dann, ja. Scheiße. Gehen wir nochmal zu unserer Schlickmaschine. Platinum-Ohr. Okay. Wir können einen pinken Amethyst machen, einen pinken Hook. Geh bitte noch, wir haben ja zu viel. Wir haben sehr viele Amethysten, meiner Meinung nach. Waren wir denn grün oder pink? Also lila. Platinum Ohr. No one knows. What that is. Ich weiß, was das ist. Das ist wie Gold. Wir haben kein Dynamit gefunden. Blöd. Braucht doch nur Dynamit. Dynamit. Okay, machen wir uns so ein. Erstmal. Ja. Ein Hook. Und wir können jetzt. Wuhu! Was hat denn der für eine Länge? Boah. Das kannst du eigentlich so machen. Was? Wie praktisch wäre ist das denn? Kann dann die Position. Ja, krass. Hui. Okay. Das ist cool. Packen wir den mal wieder rein. Also Amethysten haben wir echt viele. Muss ich ja schon mal sagen. Ah, Goldblock. Ja, wir müssen wieder in den Underground. Wir brauchen Dynamit. Ja, ich bin nicht gesprungen. Ich vergesse es immer wieder, es ist hier. Mein Fail. Oh, wir sind ziemlich stark, finde ich.
sollten schon viele Bosse eigentlich besiegt haben. Wir sollten eigentlich schon eine bessere Rüstung haben. Nein, eine bessere Pickaxe. Eine bessere Rüstung gibt es im Moment ja noch nicht für uns. Also als Range. Magier. Saphire. Boah, aus Saphiren wäre der bestimmt auch cool gewesen. Finde ich natürlich jetzt. Und wie viele Edelsteine hier unten noch sind. Und jetzt haben wir unseren Hook. Wir haben ihn am Tisch. Okay. Das da unten gefällt mir. Nicht. Auch wenn ich in Lava sein kann. Das gefällt mir nicht. Nein. Oder so. Erstmal Hintergrund machen. So. Jetzt können wir auch nach oben. Ja, dass da Lava ist, ist noch ein bisschen. Ich habe einen Plan. Habe. Du kleiner Slime. Okay, den Damage haben wir, glaube ich, jetzt auch schon für den Wurm. Na, was mache ich denn? Okay, ich will runter. Macht das Licht? Ja, das macht Licht. Ein bisschen. Da war eine Falle. Und da ist unsere alte Workbench. So lange her, dass wir hier waren, ja. Schon Jahrhunderte, da stehen die Workbench. Auf der Karte sieht man aber nicht diesen Lava-Effekt. Bomben! Drei Bomben! Wow! Ein Herz! Ein Herz! Was klar? Habe ich mir gehört. Ja, ein tolles Herz, was gleich mir gehört. Herz für die 200 Leben. Zack, zack, zack. Wir sind OP. Und da unten ist eine Truhe nachher. Ich glaube die ganze Zeit im Kreis und vergesse, dass ich hier schon war. Vielleicht gibt es ja unten in diesen Dingen. Hier, Bomben drin. Ja, hier gibt es Bomben. Jetzt hier auch schon mit allen Gegnern aufnehmen. Auch mit dem Endboss der Normal World. Einfach weil wir stark sind. Ach, da habe ich mir selbst zugebaut. Wir brauchen das, wir haben Hook. Oh mein Gott, wie einfach das hier wird. Mit diesen Items. Immerhin. Fliegen. Hier hin. Bomben. Zack. Die Türen sind cool. Also, ich finde die cool. Haha. Das ist ja alles wahr. Viel zu einfach. Tut weh, okay, stimmt, die Roten tun weh. Die können wir noch nicht öffnen.
wie einfach das hier unten dadurch ist. Bomben sammeln. In der Hölle. So bekommt man Bomben. Wie wir hier gut klarkommen. Ich meine, ich hasse diesen Gegner eigentlich, aber jetzt. Wie viele Bomben haben wir jetzt? 14. Damit können wir auf jeden Fall schon mal eine Wort machen. Und dann schaffen wir den Boss nicht. Dann müssen wir da hier Bomben sammeln.